Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ARK Tutorial. Im heutigen Tutorial möchte ich euch die Zucht näher bringen. Das ist für viele immer so ein dunkles Tuch, aber wenn man das einmal so halbwegs verstanden hat, dann ist es eigentlich ganz einfach. Wichtig zu wissen, wir spielen auf dem Infinity Cluster mit der S-Plus-Mod. Die S-Plus-Mod hat den Mutator, das ist dieses komische Teil, und den Propagator, den zeige ich euch danach. Was ist wichtig bei der Zucht? Ihr müsst als erstes das Engramm freischalten über den Boss. Das macht ihr am besten in dem Video Valguero Alpha Arena Solo, habe ich euch gezeigt, oder das findet ihr auf meinem Kanal. Da kommt ihr an dieses Gerät dran, denn nur mit dem Mutator oder mit dem Propagator könnt ihr gezielt Mutationen erzeugen und die Tiere dann auf einem super Level bringen. So, wie fangen wir das Ganze an? Das Ganze fangen wir an, ich habe mal hier so eine Zuchtstation aufgebaut mit Dodos. Und das Ganze ist so, die haben alle dasselbe Level und das würde ich euch auch raten. Ich mache nochmal ein extra Video dazu für eine Zuchtvorbereitung, wie ihr die ganzen Tiere auf ein Level bekommt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Valguero Arena gemacht habt, dann bekommt ihr ja das Original-Engramm Klonkammer freigeschaltet. Die Klonkammer schaltet über S+, den Mutator, Propagator und den Transmutator frei. Und wenn ihr die Klonkammer habt, dann ist es ganz relativ einfach. Ihr holt euch ein gutes Zuchttier, was ihr züchten möchtet, wenn möglich, nicht wie ich hier mit einem Damage-Schwert ungerade, sondern mit einem Damage-Schwert gerade. Und dann könnt ihr das einfach klonen. Und wenn ihr es geklont habt, dann könnt ihr es vermehren. Und so haben alle eure Tiere dasselbe Level. Warum das wichtig ist oder warum das gerade für Anfänger viel einfacher so ist, das erkläre ich euch nachher, wenn wir direkt mutieren, die Tiere mutieren lassen. Ihr könnt das natürlich auch machen mit komplett wilden Tieren. Das funktioniert alles auch, aber es ist sehr, sehr unübersichtlich. So, jetzt zum Thema Züchten und warum wir züchten, wieso wir züchten, warum wir das alles machen. Wir machen das, um zum Beispiel hier bei dem Dodo, ihr seht das, der hat mittlerweile schon Damage Level 29. Original hat er 11. Das heißt, ich habe ihn schon dreimal mutieren lassen. Auf dem Cluster, wo ihr spielt oder wo ich spiele, gibt es 3 Mutationspulse. Pro Mutationspuls bekommt ihr 6 Level dazu, 2 Level dazu. Macht insgesamt 6 Level in einem Stat pro Durchgang. Das ist nur, dass ihr das mal gehört habt. Das ist auf allen Clustern, das stellt jeder Owner für sich selber ein. Wie gesagt, ein Puls macht 2 Level. Und ja, wie bauen wir den ganzen Salat auf, damit ihr das mal versteht? Am besten, ihr habt hier unten eure Weibchen pro Linie weit auseinander, dass das Männchen nicht diese Weibchen befruchten würde und andersrum genauso. Ich habe das hier genannt Dodo Damage. Das ist meine Damage-Linie und hier drüben, das ist meine Dodo-HP-Linie. Ihr könnt diesen Aufbau natürlich mit allen anderen Dino-Sorten machen. Das ist völlig egal. Wie ihr die Terminals einstellen müsst, das habe ich euch in dem anderen Video gezeigt, dass er die Eier aufsammelt und alles. Darauf möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal eingehen. Warum habe ich hier 3 Terminals stehen? Ganz einfach. Das Terminal habe ich mir so eingestellt, dass er nur diese Eier aufhebt. Das Dodo-HP-Terminal habe ich mir eingestellt, dass es nur diese Eier aufhebt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit mehreren Tieren, es gibt manche, die züchten das mit 50 Tieren. Wenn ich pro Linie 50 Tiere habe und ich habe hier 4 Linien, oder ich hätte hier 4 Linien stehen, oder bei mir sind es nur 2, dann hätte ich hier 100 Eier drin. Da die Updates rauszusuchen, das ist eine Katastrophe. Macht euch das immer einfach und immer so, dass ihr die bestmögliche Übersicht behalten könnt. Das Terminal hier in der Mitte,
Das hat den größten, die größte Bubble. Das schaltet im Prinzip alle Tiere zur Paarung an und wieder aus. Da habe ich immer, das macht im Prinzip nichts anderes, wie die Paarung an- und auszuschalten. So, wenn ihr den Aufbau so gemacht habt oder anders macht, das ist völlig wurscht, wie das halt immer jeder will, dann müsst ihr nur auf eins achten. Wenn ihr die Tiere vermehrt, die weiblichen Dodos hier unten, wenn dann Männchen dabei ist, könnt ihr das mit dem Mutator ja umwandeln, das zeige ich euch auch gleich. Ganz, ganz wichtig ist, diese Tiere hier unten, die ganzen weiblichen Tiere, die stellt ihr am, baut ihr am Anfang auf und die dürfen keine Mutation haben. Wenn ich jetzt hier in das Tier reinschaue und gehe hier in die Vorfahren anzeigen, da ist hier oben 0 und da 0. Ne? Also das ist halt wilde Vorfahren und wenn ich es gepaart hätte, dann würde jetzt hier die Ahnenlinie stehen. Und dann muss hier oben immer 0, 0 stehen. Wenn die Muttertiere keine Mutationen haben, dann kann euch im Prinzip bei der Zucht an sich nichts mehr schiefgehen. Da kann nichts mehr passieren. Aus dem Grund habe ich auch die Tiere immer auf ein Level gebracht. Die haben jetzt alle Level 98. Es kann passieren, dass wenn ihr vermehrt die Tiere, also nicht züchtet, sondern nur vermehrt, dass eine zufällige Mutation entstehen kann und die würde euch dann zwei Zusatzlevel geben. Das heißt, es würde ein Tier mit Level 100 hier unten dabei sein. Dieses Tier ist dann Abfall. Also wenn ihr mit Mutatoren züchtet, mit diesen Teilen, dann dürfen die Muttertiere hier unten, die dürfen keine Mutation haben. Das ist das Allerwichtigste. Ein mutiertes Tier erkennt ihr daran, zum Beispiel, das war auch mal eins mit Level 98, jetzt hat er 116. Und ihr seht die Mutation hier unten. Mutterlinie, Vaterlinie, da 1, da 2. Warum das hier so ist, erkläre ich euch nachher. Und das ist auch nicht schlimm hier oben. Aber zu den Mutationen an sich kommen wir nachher. Jetzt habt ihr den Aufbau fertig. Ihr habt hier unten eure ganzen weiblichen Tiere stehen für die Damage-Linie, für die HP-Linie. So, wenn ihr das erste Mal züchtet, sieht euer Zuchtaufbau genau so auf. Wie das Tier hier oben drauf heißt, spielt keine Rolle. Es muss ein Männchen sein, das ist wichtig. Und jetzt könnt ihr beim allerersten Mal züchtet ihr jetzt diese Runde und da oben an der, auf der Seite macht ihr gar nichts, auf der Seite hier drüben. Und jetzt würden ja hier im Prinzip mehrere Updates rauskommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich zünde diese drei Mutatoren und dann bekomme ich sechs Level. Sechs Level, die teilen sich aber, also die bekommt ihr garantiert, aber ich kann mir den Stat nicht raussuchen. Aus dem Grund benötigt ihr auch so viele Tiere hier unten. Und da wären sicherlich bei der ersten Runde, das geht nur bei der allerersten Runde, da werden verschiedene dabei sein. Da wird die sechs Level bei einem Tier auf Damage sein, auf HP, auf irgendwas, ne? Und das müsst ihr halt rausholen und müsst es dann wieder oben drauf stellen, wenn es ausgewachsen ist. So, aus den Runden bin ich ja jetzt schon mehrmals raus. Jetzt habe ich wieder den falschen reingelegt. Und ich bin ja schon in der dritten Runde jetzt mittlerweile. So, das heißt, ich habe das alles schon dreimal gemacht. Aber der Vorgang bleibt immer gleich. Wenn ihr jetzt irgendwann mal ein weibliches Tier hat, was das Update hat, ne, ihr seht hier, das hat 29 Level in Damage und hier unten Originalwert war mal 11. Und wenn ihr jetzt irgendwann mal ein weibliches Tier habt, dann ist es nicht schwild, dann nehmt ihr das einfach und stellt es zu einem Mutator, der ein bisschen weiter weg steht. Also ihr würdet immer, im Normalfall braucht ihr vier Mutatoren bei uns. Ne? Einer zum Geschlecht wechseln. Und da vorne die drei zum Mutieren. Wenn ihr einen Cluster habt oder Server, wo nur zwei Pulse erlaubt sind, braucht ihr halt nur zwei. So, was kann der Mutator an sich? Ihr positioniert den am besten, also den, der das Geschlecht wechseln soll, immer. Positioniert den weit weg von eurer Zucht. Nicht, dass ihr da irgendwie mal Blödsinn macht. Weil ihr seht das schon hier. Der erste Puls, der eingestellt ist, ist der Mutationspuls. Den benutzen wir, wenn wir nachher mutieren möchten. Auf Change Mod
könnt ihr durchschalten. Create Swap Gender Pulse. Also ich wechsle das Geschlecht. Das heißt, aus dem weiblichen Dodo wird ein männlicher Dodo. Was haben wir noch? Wir haben Create Assassin Gender Pulse. Das heißt, ich kreiere ein Geschlecht. Zum Beispiel, wenn ich einen Griffin paaren möchte, das geht ja halt auch mit den Mutatoren, dann muss ich dem erst ein Geschlecht zuweisen. Danach müsste ich das Geschlecht, wenn es ein männliches Tier ist und ich brauche ein weibliches, muss ich das Geschlecht wechseln. Wichtig ist, ihr müsst das Tier mit den Soul Traps oder mit den Kryopods, ihr müsst es immer einmal einpacken zwischendurch. Also erst das Geschlecht zuweisen, wenn es ein Griffin ist, einpacken, wieder auspacken, dann das Geschlecht wechseln, wieder einpacken und wieder auspacken. Das müsst ihr leider immer machen. Ansonsten ist der Vorgang nur temporär und geht nach einer gewissen Zeit wieder zurück. So, was haben wir noch? Wir haben den Create Allow Breeding Pulse, der erzwingt ein Breeding Pulse bei einem Tier. Das kann ich machen bei Tieren, die sich normalerweise gar nicht paaren lassen. Zum Beispiel Zombie-Weibern. Die brauchen diesen Puls. Ne? Oder mir fällt jetzt gerade kein anderer ein. Aber wenn ein Tier theoretisch nicht breedbar ist, kann ich das damit erzwingen. Was haben wir noch? Wir haben den Imprint-Puls, ist auch wichtig. Normalerweise werden ja die Tiere, die aufwachsen, alle bekommen den Imprint von der Nanny. Aber es gibt ja Tiere, die kommen direkt erwachsen auf die Welt. Zum Beispiel ein Rockgolem. Das kommt direkt ausgewachsen auf die Welt, das hat kein Imprint. Damit könnt ihr das hier nachträglich machen. Und der Create Freeze Growth Pulse, der verhindert oder der stoppt im Prinzip eine Aufwachsphase. Da habt ihr immer ein Baby. Warum, wieso, warum man das braucht, weiß ich jetzt auch nicht. Also mir fällt jetzt kein Grund dazu ein. So, uns geht es aber jetzt, wir wollen ja das Geschlecht wechseln, weil wir haben ja hier ein Mädel. Und wir brauchen noch ein Männchen. Und dazu stellen wir das hier hin. Guckt euch vorher die Reichweite an. Jetzt wird es Nacht bei uns. Wenn es mal leckt oder so im Video, ich mache das immer auf dem Cluster. Also der Speicherleck oder so ist eigentlich, kann immer mal passieren. Nicht, dass ihr euch wundert. Schaut, wenn ihr das Geschlecht wechselt, dass eure Zucht nicht mit von betroffen ist. Ne? Ihr seht das hier an dem Gitter. Das passt alles und das heißt, ich könnte jetzt den Puls auslösen. Element muss drin sein, ich löse den Puls aus und aus dem weiblichen Dodo wird ein männlicher Dodo. Da war's. So. Und jetzt ist es nicht wichtig, ich muss ihn einmal einpacken. Ab jetzt ist der Puls oder das Geschlechtwechsel dauerhaft. So, dann stelle ich den hier oben drauf. Und das Gitter machen wir wieder aus. Und jetzt können wir auch schon anfangen zu züchten. Also, ich fasse kurz zusammen. Ihr braucht so viele Mutatoren, wie Pulse bei euch auf dem Cluster oder Server erlaubt sind. Bei uns sind es 3. Das heißt, ich brauche pro Puls einen Mutator. Und dann habe ich immer 6 Level kommen dazu. Ich habe ein Terminal, was die HP-Eier einsammelt. Ich habe ein Terminal, was die Damage-Eier einsammelt und ich habe ein Terminal, was alle Tiere zum Paaren ein- und ausschaltet. Wenn ihr das alles soweit fertig habt, dann zündet ihr einfach die Mutatoren. Ihr seht dann auch gleich so ein radioaktives Symbol oben drüber und da steht jetzt 3 von 3. Ne? Alle 3 Mutatoren haben gezündet, alle 3 Pulse sind durchgegangen. Ihr habt jetzt, 200 Sekunden Zeit, 300 Sekunden sogar. Und jetzt geht ihr einfach hierher und schaltet die ganze Paarung an. Und jetzt paaren die Seite sich, die Seite paart sich. Jetzt müssen wir kurz warten. Die Eier werden direkt hier unten abgelegt von den weiblichen Tieren und von dem Terminal direkt eingesammelt. Drüben auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und das Ganze zeige ich euch nachher nochmal mit dem Propagator. Jetzt ist das alles fertig. Jetzt schalte ich die Zucht wieder aus, das Mating. Und jetzt warten wir einfach nur kurz, bis die Eier ausgebrütet sind. Das geht relativ schnell. Ihr könnt das auch anders aufbauen. Also ihr könnt auch hier unten die Tiere, könnt ihr einmauern, dass ihr sie nicht seht.
Das ist völlig egal, weil die hier unten ist wirklich wichtig, die fasst ihr nie wieder an. Und die haben beim Zuchtstart alle dasselbe Level. Das ist kein Muss mit demselben Level, aber es hilft euch ungemein. Wir haben ja gesagt, wir bekommen durch diese drei Pulse sechs Level dazu. Das heißt, aus dem Dodo hier oben würde ein Level 122er Tier werden, weil sechs Level dazukommen. Und HP 34 und wir suchen jetzt das Update HP 40. Und wenn wir jetzt hier reingucken, ich weiß, sind die schon fertig? Noch nicht, müssen wir kurz warten noch. Und jetzt braucht ihr eben den Filter beim Terminal nur eingeben, das Level 122 und sucht euch das 40er HP-Ei. Und alles andere ist im Prinzip Müll, das ist dann Abfall. Ich müssen die Eier doch erst ausbrüten. Dazu packt er sie hin, werft sie hier vorne vor die Klimaanlage. Das Terminal sammelt mir die auf, wenn Soul-Kapseln drin sind. Habe ich jetzt wieder vergessen. Ach herrje. Heute läuft alles wieder schief. Dann machen wir das so rum. Also Eier müssen natürlich drin sein, Soul Traps müssen natürlich drin sein im Terminal, damit das alles funktioniert. So, jetzt haben wir die HP-Eier hier drin, die HP-Dodos, 122 und 40 in Stamina müssen wir, in HP müssen wir suchen. Also wir geben jetzt ein, 122 und jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch den HP-Wert suchen. Guckt da jetzt unten, die plus 6 steht da, beim Oxy und da ist schon das HP-Update, ist gleich ein männliches Tier, aber es wäre jetzt egal, ob das Tier männlich oder weiblich ist. Und jetzt erkläre ich euch das ganz kurz mit den Mutationen auf der weiblichen Seite. Wenn ihr die Werte hochzüchtet, spielt es keine Rolle, ob jetzt eine Mutation auf der Mutterlinie entsteht. Das kann passieren, und zwar immer nur eine. Wenn ihr dieses Tier aufwachsen lasst, oder ich suche mal ein anderes, wo man das sehen, hier zum Beispiel, hier, ist der Stat egal, aber hier haben wir eine Mutation auf der Mutterlinie. Mit diesem Tier könntet ihr auch natürlich weitermachen, weil ist das Tier aufgewachsen und ihr paart wieder das Tier, wandert diese eine Mutation auf die Vaterlinie. Und bei diesem Vorgang kann aber wieder eine neue auf der Mutterlinie entstehen, aber immer nur eine. Das heißt, sobald ihr eine zweite Mutation auf der Mutterlinie habt, dann habt ihr einen Fehler drinne und dann hat eins von euren weiblichen Tieren und die unter den Männchen stehen, hat eine Mutation und das müsst ihr raussortieren. Das ist der Fehler. Warum machen wir das Ganze? Ab einem gewissen Punkt, ab 20 Mutationen auf der Mutterlinie ist Schluss, könnt ihr nicht mehr züchten. Also dann stoppt die Zucht. Das geht dann nicht weiter. Ansonsten, wir haben das Tier rausgeholt. Ne? Wir haben die 40 Punkte in HP. Den Rest können wir einfach töten. Und jetzt machen wir dasselbe noch mit den Damage-Tieren. Wir gehen her, holen uns die Eier. Jetzt habe ich natürlich hier auch die Soul Traps drinne. Und ihr müsst im Prinzip immer nur die sechs Level dazu rechnen. Das ist jetzt einfach nur noch ganz einfach. Wenn ihr es nicht macht, ihr könnt auch jetzt den HP-Wert suchen. Der HP-Wert müsste jetzt von 29, den Damage-Wert, der müsste jetzt von 29 im Prinzip auf 34, 35 gegangen sein. Und den suchen wir jetzt raus. So, jetzt suchen wir uns im Prinzip das Update vom Damage. Und jetzt seht ihr kurz, guckt ihr einfach nach und guckt nur auf die plus 6 Damage. Ne? Alle anderen Werte interessieren uns eigentlich gar nicht. Und deswegen nimmt man unten so viel Muttertiere, weil man auch Pech haben kann. Oh, ich habe kein Pech. Und es kann mal auch das Update oder der Stat nicht rollen, den ihr braucht. Ne? Aber ich habe jetzt Glück wieder und habe alles fertig. Alles wieder gekillt. So.
dann geht ihr einfach nur noch dahin, wo ihr sie aufwachsen lasst. Ich mache das immer in der Nähe vom Miwing. Und ganz wichtig, jetzt müsst ihr euch die Tiere noch beschriften. Also vergesst das bitte nicht, ihr habt es sonst immer einfacher. Das ist unser Damage-Wert, das ist DMG, wie ihr das nennt, ist ja eigentlich wurscht. 35, vorher war er 29. Und das ist unser HP-Wert. HP 40. Tja, und wenn die jetzt ausgewachsen sind, mache ich im Prinzip genau dasselbe wieder. Ich mache das Weibchen, mache ich zu einem Menschen. Stell die hier oben drauf, da wo jetzt die Alten standen. Die Alten hebe ich mir auf, falls irgendwas schief geht, habt ihr immer noch meine Sicherung. Die schmeiße ich immer hier rein. Und die ausgewachsenen Tiere würden jetzt im Prinzip hier oben drauf kommen, wenn die fertig ausgewachsen sind. Und damit fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das ist eigentlich die ganze Zucht. Zusammenfassend, hier unten diese Tiere müssen alle clean sein. Die dürfen keine Mutation haben. Das ist das Wichtigste. Ansonsten funktioniert das alles nicht. Oder es funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ist Schluss. Den Punkt, den ihr erreichen wollt, ist Level 254 bzw. 255. Die Kashas hier oben, die habe ich schon lange fertig. Ihr seht den Damage-Wert, der ist bei 254. Diesen Wert kann ich noch leveln. Bei 255 ist bei Ark Schluss. Also mehr Level könnt ihr nicht mutieren lassen. Das ist die rechnerische Grenze. Wenn ich jetzt, die Gesundheit war ja bei 255, wenn ich jetzt versuche hier zu leveln, seht ihr, da passiert gar nichts. Ich kann das Tier nicht mehr leveln. Habt ihr das für umsonst gemacht? Der Nahkampfschaden ist bei 254 und hier kann ich jetzt noch leveln. Weil den Karcher ist wieder Giga, den levelt man nur auf Damage. Was anderes macht man damit nicht. So, wenn ihr Fragen zu dem Mutator, zur Mutatorzucht habt, dann könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren machen. Und ich würde jetzt übergehen zu dem Propagator. Wenn ihr Level 111 seid beim S-Plus-Mod und der Cluster hat euch den Propagator freigeschalten. Viele Clusterbetreiber sperren den. Bei uns ist er da. Ich finde es super, weil das ist sehr komfortabel zu züchten. Er verbraucht etwas mehr Element, je nachdem, wie es der Clusterbetreiber wieder einstellt, aber ist sehr komfortabel. Wie ist das Ding aufgebaut? Der Propagator ist aufgebaut, im Prinzip hat er alle Mutator-Funktionen vereint. Und zusätzlich sind meine ganzen Tiere nicht mehr draußen, sondern die stehen hier drinnen. Ihr seht schon die ganzen Weibchen. Und das eine Männchen. Hier ist meine Rockdrake-Zucht. Und dem Propagator, dem sind jetzt alle Mutationen egal. Alles, was ihr vorhin gelernt habt mit dem Mutator, dass ihr da so extrem aufpassen müsst auf die Mutationen, das könnt ihr bei dem Propagator vergessen. Der ignoriert das. Also ihr könnt hier drauf loszüchten, wie ihr lustig seid. Wichtig ist, ihr habt nur zwei Knöpfe am Anfang, Holding Edges, also ich kann das umstellen. Holding Edges bedeutet, die Eier bleiben hier drinnen. Oder Dropping Edges, die Eier, er schmeißt die raus. Ich möchte sie immer gerne hier drinnen haben, und das ist, weil mir das wichtig ist. Und wichtig ist noch, es legen alle Tiere im Propagator Eier, auch Lebendgebärende. Wie starte ich jetzt die Zucht? Ich habe hier meine ganzen Weibchen, die haben alle Mutationen. Das ist alles querbeet zusammengezüchtet, weil dem Propagator die Mutationen egal sind. Und ich habe hier mein eines Männchen, das ist das Gewicht 57. Das heißt, ich suche nachher den Gewichtswert 63. Dazu starte ich einmal Start Breeding. Dann sehe ich hier meine Übersicht. Ich könnte jetzt theoretisch jedes Tier zu einem Männchen machen. Müsste dafür immer ein Element bezahlen. Mache ich aber nicht. Also ich habe die einmal mit dem Mutator umgewandelt in weibliche Tiere. Und die Updates mache ich halt so, wie sie sind. Unten das Gewicht ist das Männchen. Das ist wichtig.
wenn jetzt hier mehrere Menschen mit drinne wären, geht ihr einfach einmal auf Female, dann wandelt er alle um in weiblich und mein Update mache ich männlich. Wenn hier kein Eintrag drin ist, wie zum Beispiel bei Zombie-Weibern, müsstet ihr jetzt kein Breed, das wäre der Breeding Allow Pulse, müsstet ihr wieder extra Element bezahlen. Beim Rockdreck, den können wir machen. Jetzt trage ich hier hinten meine drei Pulse ein für die sechs Level, mache kein Breed, dann überträgt er das auf alle Weibchen und jetzt starte ich im Prinzip nur die Zucht. Und das war's. Und jetzt geht es vorwärts. Jetzt habe ich hier, es dauert ungefähr 30 Sekunden, dann kommen die Eier und dann habe ich hier mein Gewichtspropagator. Ich beschrifte das immer alles gleich. Ihr seht es hier, Rockdrake Gewicht, Rockdrake Damage, HP und Stamina. Und jetzt starte ich diese gesamte Zucht. Hier mache ich das dasselbe. Und hier ist mein Update ein Weibchen. Und das ist beim Propagator Wurst, weil wir uns das ja beschriftet haben, Damage 166. Es steht noch drinne vom letzten Mal, da habe ich nämlich kein Update bekommen. Den mache ich einfach männlich, trage hier meine drei Pulse ein und starte es wieder. So, und das machen wir jetzt bei den anderen auch noch. Und ja, dann gucken wir nach, ob Updates da sind. Ansonsten funktioniert das wie mit allen anderen auch. Ihr müsst gucken, ob ein Update da ist. Wenn ja, lasst das aufwachsen, tauscht es aus. Hier Stamina ist auch weiblich, den mache ich jetzt zum Männchen, trage meine drei Pulse ein. So, und jetzt gehe ich wieder zum ersten, weil jetzt sind die nämlich fertig. Wichtig ist, stoppt, vergesst nicht hier die Zucht zu stoppen, sonst läuft das durch, so lange bis Element alle ist. Und das wollen wir ja nicht. So, wir suchen jetzt ein Gewicht 63 und der Vorteil beim Propagator, ich sehe jetzt hier bei den Eiern schon die Stats. Also das ist echt sehr komfortabel. Und jetzt gucken wir im Prinzip nur durch, wo das Update bei Gewicht ist. Die 63 suchen wir. Wenn man Pech hat, ich habe Glück, nehme ich das Männchen auch gleich mit raus. Und die Eier, ihr könnt jetzt noch nach Farben, könnt ihr noch aussortieren. Ansonsten könnt ihr sie hier unten zerstören. Rechtsklick All. Und dann sind sie alle weg. Oh, Gamma lasse ich doch noch ein bisschen an. So, und das Ganze machen wir jetzt bei der Damage-Linie. Hier unten seht ihr das Update. Das war 166. Das heißt, wir suchen jetzt eine 172 in Damage. Es kann natürlich sein, dass die Runde auch mal nichts dabei ist. Ne, das kommt öfters vor. Umso mehr Weibchen ihr habt, umso öfters kommt das. Aber es belastet halt auch ungemein den Cluster. Aber ich habe Glück. Hier ist das Damage-Ei, die 172, das heißt, den kann ich auch rausnehmen. Die Eier zerstöre ich wieder alle. Und jetzt machen wir noch das auf der HP-Seite. Da haben wir HP 162, also das heißt, wir suchen jetzt eine 168. Ihr könnt im Prinzip aus den, was ich euch vorhin sagte, um auf einen geraden Wert zu kommen, ne, auf die 254, müsst ihr mit einem geraden Wert starten. Auf einen ungeraden Wert komme ich immer. Ja, also das ist völlig egal. So, und jetzt hier habt ihr jetzt gesehen, jetzt habe ich hier kein Update dabei. Dann muss ich das halt in 4 Stunden oder je nachdem, wenn die wieder ready sind, muss ich das halt nochmal machen. Dann ist halt mal eine Runde null gelaufen. Das kann euch passieren. Ich sehe das nicht so dramatisch. Das ist halt, man hat ja Zeit. Ja, aber kontrollierst dann auch immer zweimal, ob was dabei ist. 100 ist keine 168 dabei. Das heißt, machen wir das nächste Mal mit. So, und auch hier gucken wir, das ist die Stamina 91. Das heißt, wir suchen Stamina 97. Und alle anderen Werte ignoriert ihr. Ihr dürft jetzt nicht den Fehler machen, hier irgendeinen anderen Wert rausziehen, also einen Damage-Wert. Ihr sucht nur von eurem Update hier oben Stamina 91. Ihr sucht jetzt Stamina 97. So, das habe ich auch hier. Das heißt, der kommt auch mit raus. Eier weg. So, hier ist meine Sicherungsterminal. Da schmeiße ich immer die Sicherungsdinos rein, die alten Updates. Ja, und jetzt lasse ich die Eier ausbrüten. Und wenn sie ausgebrütet sind,
kommen sie wieder da rein sortiert und dann geht die ganze Sache von vorne los. Und das ist eigentlich das gesamte Geheimnis der Zucht. Wenn ihr diese einzelnen Werte fertig habt, ab da spielen Mutationen keine Rolle mehr. Ihr züchtet euch diese zwei Linien hoch, also ein Tier mit Damage, ein Tier mit HP, und erst dann verpaart ihr die so lange, bis ein Baby rauskommt, wo alle beiden Werte vereint sind. Wenn ich jetzt viele Werte habe, dann dauert es halt länger. Dann muss ich halt, wie jetzt bei mir, ich habe jetzt hier vier Werte. Ich habe Damage, Gewicht, Stamina und Damage, HP, Gewicht, ja, und Stamina. Da muss ich halt so lange die Tiere zusammenpaaren, bis ich eins rausbekomme, wo alle vier Werte auf einem sind. Und dann habe ich mir in der Zucht die Farben rausgesucht und habe das mit den Farben auch gemacht und habe dann die Farben mit den Werten zusammengezüchtet. Und so bekommt man dann halt Farbdinos raus. Wichtig ist noch zu sagen, wenn ihr Werte zusammenzieht oder Werte übertragen wollt, das männliche Tier übergibt seine Werte immer eher wie das weibliche. Das heißt, wenn ich einen hohen Damage-Wert auf ein anderes Tier übertragen will, dann muss das hohe Damage-Wert, das muss das Männchen sein, ne? Weil dieser Wert besser übertragbar ist. Ja, ansonsten auch zum Propagator, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare runter. Ihr könnt uns auch gerne auf dem Infinity Cluster besuchen. Wir machen auch Live-Workshops, wo jeder zu jedem Thema alles fragen kann. Wir geben uns Mühe, alles haarklein zu erklären. Wir lernen auch selbst immer noch dazu. Und ihr wisst, das ist jetzt nicht die ultimative Zuchtlösung. Es kann jeder ein bisschen anders machen. Wichtig ist nur, man findet seinen Weg und man kommt ans Ziel. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao. Hallo, und jetzt nochmal der kurze Geheimtipp hinterher. Mit dem Propagator könnt ihr natürlich auch coole Sachen machen. Ihr könnt zum Beispiel Fische züchten. Warum das wichtig ist: Ihr habt keinen Bock, euch für die Shadowmains tolle Fische zu holen, dann züchtet sie einfach. Der Wert, der Qualitätswert und das Level spielen überhaupt keine Rolle. Ihr müsst einfach nur die Fische im Propagator vermehren und der Qualitätswert beim Fischen zum Beispiel wird ausgewürfelt. Also es ist Level und der Ausgangsqualitätswert ist egal. Und hier habe ich zum Beispiel schon ein paar 2-5er und damit lassen sich Shadowmains tipptopp, ganz einfach zähmen. Also ihr habt immer Top-Fische, ihr habt sie immer, ihr braucht sie dann nur freilassen und wieder in den Fischkäfig rein und dann ist fertig. Wie das funktioniert, hier kann ich es euch zeigen mit dem Can-Breed-Puls, weil Fische haben ja kein Geschlecht. Und hier weise ich einfach auf alle auf weiblich, suche mir irgendeinen raus, den mache ich männlich. Jetzt gehe ich hier auf Can-Breed und gehe auf Start Breed und bin fertig. So, und jetzt habe ich in 30 Sekunden ungefähr, hier steht zwar 20, aber es dauert ungefähr 30 Sekunden, habe ich hier Eier und die kann ich dann ausbrüten. Und da kann ich mir dann die Qualitäten raussuchen. Die guten Qualitäten nehme ich raus, und die anderen Fische schmeiße ich alle wieder weg. Das nur mal als Mini-Tipp. Ciao, ciao.